herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Easy Create BBL-Spiel des Oliver Würzburg gegen die EWE Baskets Oldenburg vor 3140 Zuschauern in der ausverkauften Oliver Arena. Oldenburg gewinnt 88-78. Herzlichen Glückwunsch, Coach Triancic. Ihr Statement zum Spiel, bitte. Dankeschön. Viel Glückwunsch. Heute in dem Spiel hat sich wieder bestätigt, dass jedes Spiel muss man 100% spielen. Und nur dann hat man schon zu gewinnen. Und zweitens, das hier ist sehr unangenehm zu spielen für Auswärtsteams und besonders für uns. Wir sind das einzige Team in dieser Weihnachtszeit und bis neues Jahr, die hat zweimal auswärts gespielt. Und wir haben 4 Tage in Hotels gehängt und abgehängt, wie sagt man das? Ja. Und Vorbereitung war alles als optimal, aber wir haben immer versucht, die Beste zu tun. Und die beiden Mannschaften, glaube ich, haben in den letzten 4 Minuten Chance gehabt zu gewinnen. Und ich glaube, dass meine Mannschaft hat durch deren Qualität, individuelle Qualität und Herz, haben den Spiel für uns entschieden. Schön. Dennis, eine Niederlage zum Jahresabschluss, die gefühlt knapper ausgefallen ist als am Ende auf dem Statistikbogen steht. Was gibt es aus deiner Sicht zu dem Spiel zu sagen? Natürlich erstmal Glückwünsche auch von meiner Seite. Ich glaube, das war über 37 Minuten eine ausgeglichene Partie. Erste Halbzeit, da wollten die Würfe nicht fallen. Da wurde es auch nicht viel besser in der zweiten Halbzeit. 22% reicht da natürlich nicht. Nichtsdestotrotz haben wir da eine gute Einstellung gezeigt, verteidigt auch sehr gut, glaube ich, über 35 Minuten. Dann aber eben in den letzten 6 Angriffen, glaube ich, 4 Turnover produziert. Und dann hast du eben hinten raus keine Chance, so ein Spiel dann noch für dich zu entscheiden. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Heute nicht. Dann bedanke ich mich und wünsche, wie man bei uns in Unterfranken sagt, einen guten Schluss.